Die Rückkehr des Prinzen, das Buch des Autors Alejandro Römers, fasziniert auch die Schauspielerin Ursula Carven. Auf poetische Art und Weise möchte der 57-Jährige die Leser mit seinem Buch zum Nach- und vielleicht auch zum Umdenken anregen. Aber das Werk des Argentiniers mit deutschen Wurzeln spiegelt auch persönliche Erlebnisse wider. Es sind meine Erfahrungen im Leben ein bisschen, wie man von vielleicht Depression oder Traurigkeit auf Glücklichkeit und Lebensgenuss kommt. Veränderungen sind möglich, auch in unserer schnelllebigen Konsumwelt. Aber zunächst geht es darum, sich selbst zu erkennen, zu akzeptieren. Das weiß auch Ursula Carven. Ich kämpfe jeden Tag damit, mich selber so zu akzeptieren, wie ich bin. Es ist ganz klar, dass wenn man die Liebe nicht für sich selbst empfindet, kann man sie auch nicht geben. Es geht in dem Buch um Dankbarkeit, Selbstliebe, Vergeben. Vergeben ist so wichtig für die Person, die vergibt, nicht für den anderen. Ich lasse das los, ich vergebe und merke, dass man selber so viel glücklicher und freier dadurch wird. Das ist ganz toll dargestellt. Also mir hat das Buch wirklich viel gegeben. Es ist echt wertvoll, es ist schön. Nächstenliebe, Brüderlichkeit, Grundwerte, die für ein menschliches Miteinander unumgänglich sind. Heute sind diese in Zeiten, in denen Hunderttausende auf der Flucht sind, wahrscheinlich gefragter denn je. Die Rückkehr des Prinzen, ein Plädoyer für Liebe und Menschlichkeit. Wenn man sein Innen öffnet, nicht, und sein Herz öffnet, ist riskant, aber nachher kriegt man auch viel Liebe zurück. Ich kann in meinem Leben ganz sicher sagen, dass die Energie, die ich rausgesendet habe, und je offener mein Herz war, auch wenn es gefährlich war, habe ich immer mehr zurückbekommen. Der Weg zum Glück. Welchen Ratschlag würde Alejandro Römers uns Deutschen eigentlich geben? Manchmal, glaube ich, ist es schwierig für den, wirklich glücklich zu sein und das Leben zu genießen. Muss man beides, also man muss arbeiten, nicht? Dienst ist Dienst, aber Schnaps ist Schnaps, nicht? Also man muss sich auch da gute Zeiten erlauben. Die Rückkehr des Prinzen gehört in Argentinien bereits zur Schullektüre. Vielleicht auch eine Anregung für uns in Europa? Ich fände es wunderbar, wenn das in Deutschland auch möglich wäre, so ein Buch in den Lehrplan einzuarbeiten. Denn man lernt ja durch eine philosophische Sichtweise so wahnsinnig viel für sich selbst. Ich bin selber dafür verantwortlich, wie glücklich ich bin. Es sind nicht die anderen. Es ist nicht, wenn ich das habe, bin ich dann. Es ist nie von außen drüber gestülpt. Die Schuhe, die man neu kauft, die ersetzen den Boden nicht. Du brauchst den Boden. Alejandro Römers liefert mit seinem Buch Denkanstöße. Aber grundlegende Veränderungen sind ein langfristiger Prozess. Doch wenn man es möchte, wird es einem vielleicht gelingen. Ich würde sagen, ich bin auf dem Weg. Bin ich komplett glücklich? Nein. Aber ich habe Momente und die sind so gut, dass es sich lohnt, weiterzuarbeiten. Es wirkt. Es wirkt und ich glaube, jeder sollte das lesen und sehen, ob es ihm wirklich also gut macht. Wenn man ein mürrisches Gesicht im Spiegel sieht, sollte man lächeln. So steht es in Die Rückkehr des Prinzen. Und das wäre wirklich ein leichter und schöner Anfang.